Oh, hello there. I'm Remulus Becker, in short version Rebecca. I'm also bilingual unterwegs. And I have to welcome you here. My kleine Bude. Ich bin Likenbestatter. One last thing I forgot to give to you. Ich übersetz. One last thing I forgot to give you to you. Please grab a pencil from my desk and sign. Thanks. Stift. Pencil. Used to sign the paperwork left on the door. Zack, zack, zack. Ja, Remulus Becker. Rebecca. Ah, super. So. Rebecca. Oh! Great. Perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage. Eine gute Aufnahme. Ja, also wen haben wir hier? Ah, der Dieter. Didi, komm Didi, ich bring dich mal weg. Oh Gott. Ich kann gar nicht zurückgucken. Ui. Oswald, ach so. Und rein damit. So, bis später, Oswald. Dorothy Page. Gut sehen Sie heute aus. Zack. So. Alright, I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. Yes, sir. Das ist das Clipboard. Clipboard used for forms and keeping track of mortuary tasks. Ja, wir sollen jetzt schauen, ob es Makel an den Körperteilen gibt, die es zu beheben gibt. Weil mein Job ist es ja, die wieder schön rauszupolieren, um die dann schön im Sarg präsentieren zu können. Oh, die dampft. Ja, richtig Käsefüße, wa? Markiert, ne? Leg. Mild abrasion. Es sagt doch einfach Kratzer. Der hat die Katze mal zugelangt. Naja. Drehen Sie sich mal. Oh weia, was ist denn da los? Der hat ein Tattoo. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Aha, wir tragen das jetzt ein. So, was haben wir denn? Schulter, da haben wir einiges, ne? Linker Arm haben wir das. Rechtes Bein haben wir das. Und linkes Bein haben wir das. Ja, das war's. Submit. So, jetzt drucken wir das mal aus. Und jetzt? Achso, jetzt sollen wir das. What? Also, entschuldige mal, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Legen wir es mal hier hin. Ah! Time to embalm. Time to embalm. I've set everything out, so you can just go ahead and get started. Everything's on your list there, if you need it. Welche Liste? Ah! Gut. Also, hier ist mein Werkzeug. Schöne Spritze, Skalpell. Als erstes Handschuhe, ne? Das ist Kinderhandschuhe? Man wollte mich verarschen. So, dann setzen wir mal an. So. Scheiße. Wir nähen die Fresse zu. Entschuldigen Sie, ich bin nur in der Ausbildung. Also ich muss immer hochziehen und klicken. Aber irgendwie muss ich vorher mal wegklicken. Also es ist... Was ist das jetzt? Jetzt ziehe ich die Scheiße zu. Okay, jetzt schauen wir mal. Das war ja einfach. Insert Eye Caps. Gut, dann ziehen wir mal auf die Murmel. So, super. Jetzt legen wir da die Münzen drauf, wie schon die alten Griechen, damit die natürlich auch vom Fährmann auf die andere Seite gebracht werden. Jetzt machen wir zu. Mix Embalming Fluid in Pump. So, was hau ich da rein? Glutaraldehyde. Ach hier, guck mal. Glutaraldehyde. Oh Gott! Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Dann hau mal rein. Toll. Das ist wie Eimersaufen gleich. Also Trichter. Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Lego. Vor allem dann hier Fachbegriffe. Carotid artery and jugular vein. Ja, klar weiß ich, wo die spezielle Vene und Arterie ist. Na hier. Oh! So, was jetzt ganz klar ist, wir hauen ihren Kabel da rein. Tubing. Ja, und jetzt ist sie am Apparat angeschlossen. Jetzt wird die vollgepumpt. Wir haben die gerade komplett ausgesackt. Das ist ja disgusting ass. Naja, klar, das Blut muss raus. Machen wir zu. Ja, so, zack. Hören Sie mal, junger Mann. Hier ist hier geschlossene Gesellschaft. Herr Dingsbums, da war jemand gerade bei uns im Kühlregal. Und es ist nicht die Currywurst. So, was muss ich machen? Trocha into the abdominal cavity. Oh.
Oh, weia. Apply Moisturizer to facial features. Ah, erstmal ein frisches Tuch, wa? Die wird jetzt erstmal ein bisschen sauber gemacht. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. Danke. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ja, allein am liebsten hier, meine erste Shift. Es ist Englisch und heißt Schicht. Ha! Ho! He! Hertha BSC! Bin ein bisschen angespannt. Es ist schon wieder so eine Scheiße, Mann. Warum muss ich immer diese verkackten Horrorspiele spielen? Oh, hahaha! Mensch, es ist Nacht und es regnet. Heute pumpen wir ein paar Kadaver auf. Und ich bin allein! Ja, lustig. Boom! Bah! Ja, wobei, die lassen dann erstmal rein. Und wenn man dann drin ist, dann passieren Dinge. Da wollte ich mich ich will hier nicht alleine sein. Hier ist irgendein schwarzer Peter, der rumrennt. Entschuldigen Sie, wir haben hier geschlossen. Ach so. Uno momento. Sorry, ich bin ein bisschen schusselig. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. What am I supposed to do then? Treat it like a normal day. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh. Damn it, what the fuck? Also, habe ich das gerade richtig verstanden? Er sagt, ja, hier geht Scheiße ab. Du musst das jetzt machen, bleib ruhig. Auf dem Tisch sind ein paar Sachen. Viel Spaß. Hallkey, ein alter Schlüssel und Tape Recorder. Ah, ist das cool. Ach, Mann. Bring was hinter uns, ne? Ich bin einfach nur Leichenaufbereiter. Mehr nicht. Und ich mach jetzt meinen Job, ne? Alright, listen carefully. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. You will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. I've recorded a number of cassettes to instruct you. I won't be calling again. You can't trust the phones. The most important thing in the room is in that cabinet. Good luck, Rebecca. Also, hier gibt's einen Dämon, ja. Und der gehört zu einem Körper und den muss ich finden und verbrennen. Hier sind auf jeden Fall Kassetten. So, wir hören uns hier jetzt nochmal an. Also, das erste Tape sagt, hier ist ein Dämon und wir müssen herausfinden, welcher Dämon. Und dafür gibt es eine Database. Ne? Und auf dem PC hier, dafür müssen wir uns einloggen. Mit der Zeit geht hier die Scheiße ab. Ja? Wird gespukt und der wird seine Energie in mich reinjagen, der Dämon. Und ich werde irgendwann nicht mehr checken, was abgeht. Und deswegen soll ich mir alles aufschreiben und soll mir Stift und Zettel holen. Stift und Zettel? Genau, wir sollen jetzt mal so. Hä, wo ist jetzt Stift und... Ah, hier. Okay, also ich soll wirklich einfach nur auf dem Papier krickeln. Und wenn ich da in dem Gekrakel was Komisches sehe, dann beginnt der Dämon wohl, seinen Einfluss auf mich zu auszuweiten. Mir geht's so schlecht, ist schon so spät. Komm mal bei mich bei, wir haben drei Leichen. Dann schließt er mich ein mit einem Dämon. Und hier hast du Kassetten. Das ist mein erster Arbeitstag. Hör mal, ist doch bescheuert. Ich weiß nicht mehr, wie das alles war, aber wir haben ja die Liste. Reagent in the old cabinet. Oh, warte mal. Ich habe ja noch einen Schlüssel, einen old key. Ha! Screw all of whatever this is. I'm getting back to work. What the fuck? The three objects in this cabinet are your tools. The steps are simple. Add the reagent to the embalming machine. The steps are simple. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the
ist doch easy. The center is simple. Sigurd, so burn demon vessel. Mittlere Schiene. Was ist das jetzt hier? Letting strip, a special piece of scripture with the ability to reveal demonic markings. Ein Spezialzettel. Mit dem renne ich hier in der Bude rum. Wenn eine dämonische Markierung sehr nah ist, dann fängt der Zettel hier an zu schwelen und verbrennt. Dann erscheint diese dämonische Markierung. Hier haben wir eine Tafel, da bestimmen wir, welcher Dämon das ist. Und hier haben wir irgendein Mittel? Baleful Regent, Alter? I don't know, Alter. Ich heil nichts. Whatever. Just grab a body and get started. Okay, dann machen wir das. Dann jetzt, fangen wir mal mit dem ersten Körper an. So, dann legen wir los, Freunde. Ja. Ja, ja. Ist ein altes Gebäude, ne? Nicht nach hingucken. So. Dann fangen wir mal an. Corinna Douglas, John Brennan, Whitney Perry und die beiden sind geschlossene Gesellschaft. Fangen wir mal an mit Corinna. Hallo Corinna. Jede scheiß Sekunde passiert hier was, ich sag's euch. So, Corinna, dann komm auf die Trage, hör mal. So, wir bleiben ruhig. So, dann fahren wir mal. Wird eine kurze Spritztour, Corinna. Bitte nicht die Türen knallen lassen. Ja. Ja, Mensch, da. Ja, ja, richtig. Corinna Douglas, 85. Gut. Oh nein, 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 nein. Hallo? Nein, nein. Ah, Corinna! Nope, nope. New job. Ja. I'm getting out of here. Ich hau rein. Ciao. Fuck this. Ja, 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 reicht auch. No, I need to get back to work. Ist alles gut? Super. Hallo Corinna. So, gnädige Frau, ich würde noch mal an die Käsemauken. Sie haben hier eine Warze? Das haben wir ja alle schon in der Ausbildung. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, da haben sie aber ein paar Pickel. So, jetzt gucke ich mir im Bauch mal. Da haben wir eine Narbe. Jetzt dreht sich gleich zu mir und sagt Hallo oder so. Einmal auf dem Rücken. Oh. Das ist aber ein ganz schön roter Fleck. So, jetzt einmal das Gesicht. Das ist bestimmt der beste Part. Da. There we go. Gut, dann kann ich doch... Also jetzt muss ich ja an den Computer. So. Kopf haben wir in der Höhle, Digga. Da haben wir einiges. Haben wir nichts. Linkes Bein. Auch ein Loch. Linker Arm. Achso, haben wir nichts. Rechter Arm. Rechtes Bein. Sorry, ihr Name. Die Corinna Douglas, 85. Dann kann ich jetzt mal mit dem Papier hier rumgehen. Wow! Hier lang? So, und jetzt müssen wir... Das! So. Jetzt muss ich ja hier alles am Körper ready machen, ne? Habe ich da nicht auch hier eine Checkliste? War doch super immer mit der Checkliste. Nein, Digi, bitte. Mann. Scheiße, mir ist so heiß. Ich schwitze wie ein Puma, weil ich so angespannt bin. Oh, vielleicht, weil ich Rollkragen habe. Also, Leute, ich habe hier, Nightshift Database. Und ich habe jetzt nochmal zusätzliche Infos. Diese Siegel. Die müssen wir finden, indem wir das Papier verbrennen. Haben wir eben gesehen. Das klatschen wir dann in diese Markierung. Und wenn wir das viermal gemacht haben, hauen wir das auf den Körper, von dem wir glauben,
dass er das Gefäß von dem Dämon ist. Wenn wir alle vier Siegel haben, kennen wir angeblich den Namen. Diese Flüssigkeit hier müssen wir in jeden Körper pumpen, damit das, der Körper überhaupt ready wird für ein Gefäß. Okay, also es gibt, glaube ich, so Kategorien von den Dämonen. Okay, ist doch easy. Alles easy. Und hier ist ein Video. Das ist alles scheiße, Digga. Müssen wir die Körper jetzt aufbereiten? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Hat er das irgendwo erzählt? You should have fucking died. I will slip your eyes open. And your last vision as they wither will be of the flesh being healed from the lenses. Oh, I guess then you're not seeing if you notice anything strange. It's starting to take hold. Ja, aber da passiert ja gar nichts. Was soll das? Ich glaube, ich muss jetzt die Akte da reintun, ne? La 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 da da. La da di, la da du. Ja. Time to embalm. Ja, Mensch. Legen wir los. Hallo, Corinna. Ich will nicht. Ich hab keinen Bock. Wo ist die Spritze und alles? Ah, hier, ne? Ah, okay. So, well, let's start with the needle injector. Machen Sie mal. Ah, junge Frau. Ein damit in die Fresse. Die haben auch schöne Zähne. Sind das die dritten? Und zu die Fresse. There we go. Schön. Kann ich die Tür zumachen? Das macht mich irgendwie nervös, die ganze Zeit in den langen Gang zu gucken. So, das war doch schon mal nicht schlecht. Das haben wir geschafft. Jetzt muss ich ihre Augen hier ready machen. Äuglein zu. Right. Sehr gut. Ich habe so Schiss, dass sie sich bewegt oder irgendwie Scheiße jetzt macht. So, das hätten wir auch. Jetzt mixen wir ein bisschen. Why did you let me die? Wie bitte? Corinna? Jetzt liegt da wer anderes. Corinna, ich guck einmal nicht hin. Corinna ist weg. Jetzt liegt da, so ein Typ auf meiner Liege. Ich kann null interagieren mit irgendwas. This is all your fault. Oh Gott! I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Ja, Mensch, der, mein Chef, ne? Ah, ja, der Raymond. Ach, Corinna, schön, Sie wieder da zu haben. Haben Sie eigentlich Fußzucken? Nö. Nö. Corinna bleibt normal. So. Glutaraldehyde. Humane Exzellentant. Glutaraldehyd. Ich bin ja vom Fach. Vom Aldehyde. Ich kann grad nicht! Arschloch. Oh, ich kack mich voll. Stimmt, ich muss sie erst aufschneiden. So, und schneiden wir sie mal auf. Frau Corinna. Und sauberer Schnitt. Und Zangen rein. Genau, jetzt sind die Kabel dran. Super. Und jetzt... Oh Gott! Jetzt... jetzt machen wir den Apparat mal an. Und wir können in der Zwischenzeit hier mal suchen. Entschuldigen Sie, können Sie das Licht wieder anmachen? Hallo? Oh Gott! Ah, jetzt wird es ja wieder warm hier! Juhu! Herr Dämon? Ah, okay! Boah, ich f*** mich im Arsch. Oh! Ah, sie ist ja schon ganz leer. So. Bevor ich es vergesse. So. Ha! Oh, gut. So. Fill an empty vessel fluid into troca into the... Ah ja. Jetzt holen wir uns hier so eine Spritze und hauen die ihr mal rein. So. Ich bin ja professional. Ja. There we go. Top. Mix cleaners in bathroom close to create. Ach du Scheiße. Ich muss ja jetzt einmal.
Fock die da, oder was? Oh Gott. Oh no. Ja, dann holen wir jetzt mal Scheiße. Licht an. Ich sehe nichts. Ja, badabadu. Servus. Ah, hier drin. Ich geh mal wieder. Servus. Moin, servus. Hallo, ich komm nicht rein. Scheiße. Irgendwas. Ah, doch, alles cool. Supi. Ja, war doch alles gar kein Problem. So, jetzt hier ein bisschen fürs Gesicht. Lächeln. Alright. Dass man da rückwärts reinfahren muss, wo eben hier ein Mädel gehockt hat, weiß ich ja nicht. Gut. Piep, 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 piep. Und rein damit. Und zu. John Brennan. Ja, Mrs. Brennan. Time. Ja, 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 da, da, da. Ja, cool. So, wir machen eine kleine Spritztour, Frau Brennend, entschuldigen Sie. So, und wir sind auch schon da. Dann schauen wir uns mal Ihren Körper an. Ja, das sieht gar nicht gut aus, ne? Das ist ja widerlich. Bitte mach nix, fass mich nicht an oder so, ja? Ey, ich mach nur meinen Job, bitte. Servus. Servus. There we go. Also, dann tragen wir das mal ein. 25. Kopf, hat er irgendwas? Nee, jetzt wirklich, es reicht. So. So, und drucken wir. Scheiße, Digga. Ladadi, ladadu, ladadam. Babada, ich bin wieder da! So. Ruhig atmen, ne? Ruhig atmen. Toll, toll. Bis hierhin läuft es doch einwandfrei. Einmal bitte, ja, genau. Eins, kann jetzt ein bisschen wehtun. Oh, riechen mit Anlauf. Ich poliere dir die Fresse, hör mal. Zack, zack, zack. Zu die Schnute, zu. There we go. Toll. Die lächelt ganz leicht, ne? So, jetzt die Äuglein. Machen wir schön auf. Minzen rein. Und zu. Alright. Und ich will Scheiße mischen. Das nicht. Das. Ah, ja, ja, ja! Guck, guck! Ja, Mensch, immer die... Ah! Oh mein Gott! Immer die gleiche Scheiße hier! Aus! Pfui! Ah! Ein kleiner Piep einmal! Das war nicht nett! Aus! Ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Und dann nehme ich mal die Tube. Boah, ich halte das nicht mehr durch. Die nächste Leiche muss wer anders machen. Und rein damit. Da passiert doch gleich irgendwas. Hier taucht jetzt eine Hand auf oder... So, jetzt ist das Problem. Siehst du? Oh Gott. Ey, piss dich! Raus aus meinem Büro! Das ist das Büro des Chefs! Nein, nein, nein! Geh rein, nein, bitte! Ein Crucifix Sanctum Infinitus Amen, bitte! Lass mich raus aus dem Büro, bitte! Ah, das ist ein Bait, das ist ein Bait! Das ist ein Bait! Ist noch nicht vorbei! Ich will hier einfach nur die Flüssigkeit reindrücken. Also verstehe, wie ich meine mit der Spritze? Nein, also... Oh, hey. Der Geist ist weg. Dann kann ich ja weitermachen. Es klappt ja wunderbar. Er hat gesagt, ich soll nicht rangehen. Hallo? I need to report a missing person. Sorry. Her name's Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. Das stimmt nicht. I don't know. She was here at the house. Ich will nicht mehr.
Ich halte es nicht aus. Ich schaff das nicht. Jetzt muss ich auf die Toilette gehen, alleine. Mann, ich... So eine Scheiße hier. Ich hab schon Feierabend eigentlich. Also jetzt auch so. Wir gehen ins Klo, nehmen so einen Kasten, füllen den, kommen zurück und reinigen diese Kackmaschine. Auf dem Weg dahin kann ich ja gucken, ob nochmal ein Zettel brennt. Ich brauche ja noch so ein Siegel. Da bedi da bedei, da bedi da bedei, da bedi da bedei, da bedi da bedei. Am Blut, da bedi da bedei, da bedi da bedei. Ich versinke im Boden. Ja, wo bin ich denn? Ich bin auf dem Boden im Klo. Mensch, ich wusste es im scheiß Klo. Buh! Aus meinem Weg! Bam. Ja. Berma? Draußen? Ah, eine 3? Hallo? Buh. Buh. Das. Dann hau ich hier jetzt die Scheiße rein. Ich hol mir nur mal so ein Papier. Ist hier... Wow! Oh mein Gott! Das ist ja scheiße gelaufen, Junge. Ich dachte erst, Moment mal. Auf einmal hockt da so ein... Stinkeaffe oben auf der Lampe. Ist doch scheiße. Mrs. Brennan, können wir fortfahren? Ich wische jetzt einmal ihre Schnute ab, ja? Was war das? Mrs. Brennan! Wer klopft denn da? Herein! Das ist ja verbuggt. Was ein Loser-Game. Ihr wollt mich verarschen, ne? Ich glaube, sie sind eventuell der besessene Körper. Wollen wir direkt Verbrennung machen? Ich hab nicht noch einen Körper. Ja, scheiß drauf. Komm, ich hab gar keinen Bock mehr. Wir können auch wirklich mal aus Jux und Tollerei. Das hier könnte es sein, weil die drei haben wir. Azel. Der Atze, Digga. Digga, bitte, nein. Nein. Mrs. Brennan, bitte. Tun Sie das nicht. Oh, der Spieler muss hingehen. Und dann gibt's noch einen Jumpscare. Leg dich hin! Die Tür ist wieder angewinkelt, ne? Ich sehe das. Aber nochmal, lass mich nicht verarschen. Wieso kann man das nicht umlegen? Ich raste gleich aus. Die 3 muss nach oben. Was war jetzt? Ach Mensch, cool. Scheiße. Ich kann das nicht. Ich sterbe. Ich... Puh. Wieso kann ich... Warum muss es rückwärts sein? Ich warte die ganze Zeit, dass hinter der Tür jemand hockt. Jemand hat ihre Box geschlossen, obwohl die Stangen... Also das ist ja auch kompletter Quatsch. Jetzt haben wir ein Problem, Mrs. Brennan. Oder? Ich schieb sie mal wieder rein, ja? So. Oh. Ah, Mrs. Brennan. Sie hier? Rein. Ich kann das Ding nicht bewegen. Ah, jetzt. Na gut, der nächste Passagier. Whitney Perry. Alter, Whitney Houston. Ja. So, ich nehme sie mal mit. Same procedure as last time jetzt. Last but not least, nicht wahr? So, da haben wir was. Arm sieht gut aus. Ah, nee. 35. Na, fast mein Alter, wa? Nein, jetzt lass es. Nein! Lass mich einmal den Leichnam hier in Ruhe untersuchen. Ich mal's einfach weiter. Ist mir scheißegal. Ich mal's hier meine Scheißarbeit. Da haben wir ein paar Scratches. Was ist da? Ich mal's einfach. Ich lass mich nicht mehr irritieren. So, da sind... Ah, das war's schon. So, dann haben wir hier Whitney Perry. 35. Am Kopf hat er eine milde Abrasierung. Rechte Schulter auch. Linke Schulter, Hämatokom. Submit. So, toll. Räucherstäbchenspiel ist die letzte Leiche. Komm, ist ja kaum noch was zu tun. Blumen im Garten, so mancher Arten und Tulpen und Narzissen.
Was brauche ich? Rote Rosen? Was brauche ich? Roten Mond? Holleri, holleri, hollero! Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen... Ah! Oh, beim 2-3er brauchen sie aber eine Füllung. So, und zu die Schnute. There we go. Ah! Ah! Guck mal, das nochmal. Rebecca, it's me. It's your grandma. Ach Mensch, Erika! Du hier? Don't you love your grandma? Doch, soll ich rauskommen? Ich komm rum, ich mach hier Haul. Ja, wir bleiben ruhig. Buh! Scheiße in mein Asshole! There we go. Was? In here, Rebecca? Rebecca, come down here. Woher kommt der Keller? Klar, ich komme jetzt in den Keller. Das ist das Beste. Rebecca. Ich hab so Bock auf diesen Keller. Ich gehe da doch jetzt nicht rein. I mean, bin ich bescheuert. Ich gehe da... Na komm, ich geh rein. Hallo, Mr. Raymond, Reynold, Ryan Reynold? Oh, wer hätte denn damit gerechnet können? So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin. Ja, das denkt er. Ich geh mal weiter durch die Tür. Ja, gut, dann komme ich jetzt hier hin. Hallo, moin, servus. Moin, ich bin Rebecca Remulus Eckert. Becker. Ach, guck mal, hallo, du bist ja auch ein Süßer. Mach mal den Mund auf. Atze, ich verbrenne dich richtig heftig. Ah, Mensch, das ist ja noch ein Laden, das ist ja geil. Oh, haha, Atze, Alter, dein Tempel? Wer nuckelt denn da an dem Blut von der. Vom Jörl hier? Oh, da lang. Ach so, danke. Nett. Ach, mein Grab. Ja, geh ich rein. Ich war wirklich verbuddelt. Mensch. Ach, da ist auch der Keller. Ich geh mal wieder rein. Mann, ist vorbei. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Oh. Hier. And it's burn, burn, burn. Ah, ja, das wusste ich schon. Ist halt Atze. So, jetzt beenden wir die Scheiße. Was ist das jetzt hier für spooky Kackmusik? So, ich gehe jetzt aufs Klo. Mir hilft immer, wenn ich was singe. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, buh, war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, schlaue Biene Maya. Da hieß ja, der will mich auch verarschen, der Dämon. Ach du Kacke. Dann war es halt wirklich hier, wer war das? Mrs. Brennan ist es. Die kommt auf die mittlere Schiene, Alter. Und rein damit. Du wirst jetzt sowas von eingeäschert. Ich hab die Faxen dicke. Ich hole mir jetzt nochmal hier von hinten diese Markierung. Moskau, Moskau. Hey. So. Es ist heavy to a heavy sadie, no man, a hardy and a booty and a beady to be. A heady to a heavy sadie, no man, a hardy and a. I say, hey, ha, a heavy to a heavy sadie, no man, a hardy and a booty and a beady to be. So, jetzt ohne Diskussion. Verbrenn die Scheiße. Ich trau mich gar nicht umzusehen. Oh, die Tür ist zu, Mensch. Oh, da rappelt's in der Kiste. Oh, Scheiße. Maschallah! Der ist sauer! Das war ein Volltreffer! Ach du Scheiße! Weg! Geh weg! Ah! Nein, lass es! Ja, war ja easy. Mensch. So ist das Leben.
Im Be- There you are. Good. Ja, der verarscht mich doch wieder. Is it over? It's never over. But you survived. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond. Nee.